Nun, ich muss sagen, die eulische Zahl kümmert mich jetzt nicht so sehr. Mich interessiert eher, nun ja, das Praktische. Ich kann die Kreiszahl Pi bis auf 47 Stellen auswendig. Oh, hier ist etwas, das ich ganz sicher weiß. Pi ist gleich 3,14 und berechnet den Kreis. 1,519. Aha. Genau, und je größer man diese Abschätzung treffen kann, desto genauer ist der Kreis. Die Quadratur des Kreises ist mit mir möglich. Nun, seid ihr erfahren in der Buchhaltung oder nicht? Selbstverständlich. Ja, ich habe ihn beim Roten Salamander getroffen. Zinseszinsrechnung ist mir ebenso möglich. Oder Zinseszinseszinsrechnung. Aber wir rechnen hier auf dem Schiff nicht mit Zins, sondern mit Dukaten. Nun, ich habe auch alle Umrechnungskurse, wenn ihr mögt. Vielleicht sollten wir euer Gehalt variabel gestalten. Ihr bezieht ein Grundgehalt und nun, je nachdem, wie viel ihr dem Schiff einspart, bekommt ihr einen Bonus. Das können wir so machen. Das klingt sehr gut. Sagen wir 1,4 Dukaten pro Tag und für all das, was ich einspare, darf ich noch einmal 30% behalten. Ich möchte euch allerdings darauf hinweisen, dass ich nun ja keine offen unmoralischen Praktiken in dieser Hinsicht dulde. Ich möchte nicht, dass ihr unseren hart arbeitenden Matrosen Gehalt vorenthaltet oder dergleichen. Ist das Rassismus? Ist das Rassismus, weil ich ein Gräum bin? Weil alle Gräume unmoralisch sind? Nein, das liegt eher daran, dass ich, nun ja, wenig von der Mathematik verstehe, aber ich weiß, dass Geld nicht aus dem Nichts kommt und irgendwoher muss es ja nun kommen. Deswegen kläre ich euch jetzt bereits auf, mein was Kopfkissen, ich nicht möchte. Mein Kopfkissen ist Handelsherr und Kiepenkerl. Ich kenne alle Steuerzonen. Oh, außerdem hat er mir erzählt, dass er sich Geld aus der Zukunft leihen kann. Wie fantastisch ist das denn? Geld aus der Zukunft. Goldtags. Wir haben schon jemanden getroffen, der, nun ja, wollte, dass wir eine Wette auf die Zukunft abschließen. Und sagen wir so, mit diesem möchte dieser ehrenwerte Grolm sicher nicht in Verbindung gebracht werden. Aha. Ich schließe keine Wetten ab. Wetten sind unmoralisch. Nun gut. Ich denke, wir könnten eure Unterstützung sicherlich gebrauchen. Wir müssen jedoch sehen, wie es mit der Bezahlung aussieht. Wir sind aktuell dabei, Geldmittel zu akquirieren. Und ich denke, mit 2 Dukaten seid ihr nicht die teuerste Person, die wir uns an Bord leisten. Nichtsdestotrotz könnten wir für die gleiche Summe auch einen weiteren Heiler anstellen. Das heißt... Apropos, ich würde ganz gerne neben dem Quartier der Schiffsärzte schlafen. Weswegen? Nun ja, weil ich Glasknochen habe. Außerdem müsste die Kajüte groß genug sein für einen Rollstuhl. Falls ich hinfalle und mir etwas breche. Ja, das ist machbar. Ihr seid ja selbst nicht so groß. Da kriegen wir auch den Rollstuhl unter. Kajüte ist gerade frei geworden, Capitana. Wie ist gerade frei geworden? Ihr meint das Quartier von Magistra Kohlrab? Hi. Sie ist direkt neben dem Schiffarzt. Nun, also sagen wir so, daran sollte es nicht scheitern. Wir würden eure körperlichen Gebrechen natürlich berücksichtigen. Denn ihr seid ja schließlich nicht angestellt, um kämpfen oder dergleichen. Aber Rumpel, wenn ihr euch gleich bewähren wollt, dann könnt ihr uns zur Akquise vom Geld begleiten. Ne? Das wäre doch eine gute Möglichkeit, ihn zu testen. Das ist keine schlechte Idee, Boltax. Das kann ich gerne machen. Fantastisch, super. Dann, ich muss mich jetzt noch einmal entfernen und irgendwann kommt noch ein Bote und bringt meine neue Kleidung. Sagt ihm einfach, es soll in meine Kabine gelegt werden. Dann klopfe ich dem Gräum einmal ganz sanft, weil er ja Glasknochen hat, auf den Rücken und würde dann in meine Kajüte gehen. Würfel eine Fingerfertigkeitsprobe. Sie ist erschwert um 3 Punkte. Um 3? 3 ja, Punkte. Gut. Warum nicht erschwert um seine Vorurteile? Hey, nein, wie gesagt, nee. die haben wir doch schon ausgewürfelt. Ich hatte doch keine Vorurteile gegenüber dem. Nee, einfach nur Fingerfertigkeit plus 3. Ich will dem halt wirklich nichts tun. Mann. Willst du das schütten? Ja, Ey, ganz im Ernst. Da will ich einmal nett mit einem Gräum umgehen. Okay, für den Schicksalspunkt hast du es geschafft. Ja, aber alles das wird morgen bestimmt ein blauer Fleck werden.
Ihr müsst vorsichtig mit mir sein. Tut mir leid. Ich wollte ja vorsichtig. Ich bin manchmal nicht ganz Herr meiner Kraft. Tut mir leid. Ihr habt richtige Zwergenhände. Ich bin ja auch ein Zwerg. Ja. Ja, er reibt sich seine Schulter. Und macht dann aber ein gutes Gesicht und geht dann wieder von Bord. Ich muss noch meine Krücken holen. Der Ärmste, es muss ja schrecklich sein, so zu leben. Also ich weiß nicht, ob er überaus schlau ist oder ein Hochstapler. Die meisten Worte, die er gesagt hat, haben mir nichts gesagt. Naja, höhere Mathematik. Ich würde ihn immer noch gerne einmal treten. Ich würde ihn vermutlich damit töten. Ich denke, das hat er nicht verdient. Von all den Gräumen, die ich bisher kennengelernt habe, muss ich sagen, dass er bei Weitem der angenehmste war. Nun ja, wie gut kennt man Gräume? Wahrscheinlich erst, wenn man auf der falschen Seite steht. Wenn sie einen über den Tisch gezogen haben, das meine ich damit. Ich werde auf jeden Fall, sollte er Schatzmeister werden und ihr mir diese Aufgabe nicht vollends entziehen wollt, Kapitana, ein Auge auf ihn haben. Ja, ich glaube, das ist nicht verkehrt. Es wirkt ein bisschen befremdlich, wie er sagt, ihr könnt mir vertrauen. Ich glaube, das liegt an der Stimme. Diamantis, du solltest wirklich noch einmal in dem Tagebuch lesen von dieser Marex. Nicht jetzt. Diamantis, du musst noch die neue eventuelle da will irgendjemand hier Geschützmeister werden. Was? Hast du sie weggeschickt, Raffi? Die Frau steht da unten. Und sie kommt alleine oder mit? Hat sie ihre Schutzleute dabei? Ich bin ganz ehrlich. Ich habe keine Ahnung und war mir auch egal. Ich hätte so oder so überlegt, euch drauf anzusprechen, Kapitana. Nebelklang lag uns zwar damit immer auf den Ohren, aber ein, zwei neue Rotzen könnten wir tatsächlich gebrauchen. Und wenn wir dann eine zweite Geschützmeisterin anstellen, sofern sie natürlich kompetent ist, wird uns das unsere Schlagkraft auf hoher See um ein Vielfaches verstärken. Nun, aktuell haben wir eigentlich keinen Mangel an Geschützmeistern, sondern an Geschützbedienern. Denn offenbar haben unsere Geschützbediener das Schiff zunächst verlassen. Und es wird abzuwarten sein, ob sie wieder zurückkehren möchten. Das heißt, mehr als an ihr selber wäre ich tatsächlich an einer neuen Geschützmannschaft interessiert. Aber vielleicht bringt sie ja eine mit. Das könnt ihr gerne erfragen. Und was zwei weitere Rotzen angeht, nun, Rotzen sind teuer, Selbstverständlich. Ich habe ein Auge auf unser Budget und sofern wir den Gräumen anstellen, was die Maschine ja getane Sache ist, würde ich das mit ihm besprechen, sobald wir wissen, was für finanzielle Mittel uns denn gesamt zur Verfügung stellen. Wenn wir uns das nicht leisten können, machen wir das selbstverständlich nicht. Nun, mehr Schlagkraft ist natürlich nie verkehrt, aber nicht, wenn es uns zu teuer kommt. Wir haben, wie ich auch beim ersten Betreten dieses Schiffes angemerkt habe, einen Mangel an leichten Rotzen. Besser gesagt, wir haben keine. Und die sind auf See vor allem durch ihre hohen Reichweite entscheidend. Und dann macht euch ein Bild, was uns das kosten würde. Ich gehe stark davon aus, dass leichte Rotzen auch weniger teuer sind. Und wir werden sehen, was sich machen lässt. Hi, dem ist so, Kapitana. Dem werde ich Folge leisten. Und dann unterhalte ich mich mal mit dieser Geschützmeisterin. Und Rafim, sofern du danach Zeit hättest, könnten wir uns um Steuermänner bemühen. Ich habe übrigens die Prüfung für die Schützen organisiert. Ihr müsstet nur den Anführerinnen Bescheid geben. Ja, werde ich mich drum kümmern. Ich hätte allerdings auch noch eben eine Bitte. Ich würde mich jetzt dann um die Matrosen kümmern. Würde sich in der Zeit mal irgendjemand um unsere Finanzen kümmern, damit ich überhaupt weiß, ob wir hier wen anheuern können oder nicht? Wir können anheuern, das kann ich dir so sagen.
Wir waren in der Lage, unsere Mannschaft, so wie wir sie bisher hatten, für einen weiteren Monat leicht drüber hinaus zu bezahlen. Vor allem nach dem künftigen Verkauf von Zimt. Okay. Ja, ich habe so gedacht, um die 100 Mann oder hat irgendjemand andere Vorschläge? Wir sollten ein Minimum von 120 aufbringen. Naja, wir haben ja noch AWC-Schüler. Wie viele waren das nochmal? Ich möchte 25 sagen. Das scheint mir in etwa richtig zu sein. Ich denke, auch 100 wird dann wohl nicht ganz reichen. Denn, naja, seien wir ehrlich, was kann man den AWC-Schülern denn schon wirklich zumuten? Sie sind in vieler Hinsicht ja noch eher eine Belastung, weil es Matrosen braucht, die sie anleiten. Naja, das mit dem Fegen von den Blättern machen sie eigentlich ganz gut. Ja, genau, aber das mit dem Schiff steuern, ich glaube, das entwickelt sich erst zu langsam. Ja. Das richtig, ja, dann treibe ich so 120, 130 Mann auf. Mal gucken. Gut, wunderbar. Okay, Rafim, dann gib mir doch mal bitte eine Probe auf Seefahrt. Wunderbar. Logistik oder sowas würde ich auch zählen. Ich habe die Sonderspezialisierung Personal einschätzen. Echt? Ja, großartig. Oh, ja, darfst du selbstverständlich benutzen. Gibt's die offiziell oder hast du die so gekauft? Die habe ich so gekauft. Die wirst das ist schon echt nicht gut. Das ist nicht der Punkt, ich fand die cool. Das ist schon, aber das ist schon stark. Das ist deine Stunde. Ja, du schaust so ein bisschen, schiebst so Matrosen hin und her und bleibst dann vor einem da stehen, der alleine gekommen ist. Sieht so ein bisschen lackiert aus, würdest du meinen, aber mit dem Selbstbewusstsein, wie der hier auftritt, du würdest sagen, Tulamidisch gebräunt und auch so ein wettergegerbtes Gesicht. Seine Haare wären wohl schwarz, er hat sie sich aber wohl blondieren lassen und scheint deswegen nicht unbedingt in dieses Bild zu passen. Selbst sein Bart hat er sich blondiert lassen und wirkt auf dich nicht piratisch, aber wild. Wild und erfahren, steht er alleine vor dir und fässt sich so ein bisschen an seinen Gürtel. Er müsste auf ihm sein. Darf ich mich vorstellen? Melek Salkasim Asir. Ich bin der Mannschaftssprecher. Oh, für wen? Für die Recker von Tarin-Yabad. 400 Männer kann ich euch geben. 400? Gute Recker. Erfahren. Zedraken, Taluken, Shivon, Potten. Wir haben schon alles miteinander gesegelt. Birem. Ihr wisst um unsere Mission. Blutige See. Nun, ja. Wenn man einen Kodium erneuert, dann muss man zwangsläufig in der blutigen See navigieren. Und wir haben ein gutes Gefühl bei euch. Sollte man einer Dämonenarche begegnen, dann fahren viele Leute einfach weg. Nun, den Kampf oder das Rennen wird man sowieso nicht gewinnen, wenn die in einen Sprint verfällt, aber ihr lasst ausrichten und lasst feuern. Habt ihr wenigstens eine Chance. Also, ich bin ganz ehrlich, ihr seid mir jetzt schon sympathisch. Also gut. Habt ihr nur ein Schiff oder mehrere, die wir besetzen sollen? Also momentan eins, aber das muss ja nicht so bleiben. Nun, solltet ihr auf Eroberung gehen und einige Piratenschiffe einnehmen, dann würde es sich eventuell doch lohnen, wenn ihr mehr als die Standardbesatzung mitnehmt. Dann könntet ihr tatsächlich mit unserem Offizier, dem Hauptmann Ressan Al-Fessir Sal-Ahmad, dieses Schiff in eure Obhut bringen, kontrollieren und einen guten Kapitän weiterhin dort auf dem zweiten Schiff haben. Nur ein Vorschlag. Dann müsstet ihr ein solches Piratenschiff nicht zurücklassen. Ihr seid ein Mann von Tat, wisst ihr was? Ich stelle euch direkt der Kapitänin vor. Das sind jedoch Wörter, die ich hören möchte. Kommt mal mit. Ich habe gewusst, dass ich euch damit erreichen kann. Und du weißt nicht genau, während er geht, fummelt er so ein bisschen in seinem Gürtel rum und plötzlich hat er eine Rose in seiner Hand. Während ihr dann auf das Schiff geht und wenn du dann vor Zulamin stehen bleibst, überreicht er mit einer höflichen Verbeugung diese Rose Zulamin.
Sein Name ist sehr lang und kompliziert. Ich darf mich vorstellen. Melek Sarkassim Asir. Nun, es ist mir ein Vergnügen. Wir kommen aus Tariliabad. Ah, von der Elburischen Halbinsel. Ihr kennt uns. Nun gut, und das sind eure Leute? Nein, ich kenne davon keinen persönlich. Ich dachte mir, dass es nicht sonderlich sinnvoll ist, wenn ich meine Recker hierher mitbringe. Nun, ich spreche stellvertretend für 400 Personen und kann selbstverständlich auch Aufträge annehmen. Allerdings unterstehe ich unserem Hauptmann, Ressan Al-Fessir Salahmat. Er hat allerdings selbst nicht das große Vergnügen daran gefunden, in der Sonne sich die Beine in den Bauch stehen zu lassen, vor allem bei derartigen Konkurrenz. Nun, deswegen stehe ich hier. Wenn er über 400 Männer ist, dann überrascht mich das nicht. Seht ihr? Dafür hat er mich. Er kann mir vertrauen. Das höre ich heute schon zum zweiten Mal und ich muss sagen, immer wenn mir jemand das sagt, schwindet mein Vertrauen. Nun, aber auch das kann ich verstehen. Naja, ihr seht aus wie eine ehrliche Haut. Wie gut sind eure Männer? Nun, ebenso gut wie ich. Ich bin zwar der Erste und hergleichen, aber nur weil ich der Hübscheste von ihnen bin, nicht weil ich im Können ihnen nachstehe. Nun, das ist eine interessante Qualifikation. Wie ich bereits eurem ersten Offizier gesagt habe, dem Soldmeister oder dem Söldnermeister, ich bin mir nicht ganz sicher, was dieser Hacker hier ausfüllt, aber nun, wir können alle steuern. Zedraken, Birem, Talukken, Porten, alles, was man hier antrifft. Aber habt ihr schon einmal ein Schiff wie dieses gesegelt? Selbstverständlich. Nun gut, wir waren soeben am Diskutieren, wie viele Leute wir eigentlich benötigen. Gebt mir doch eine Einschätzung. Wie viele Mann, würdet ihr sagen, benötigt dieses Schiff? Nun, pro Mast 20 Mann. Ihr habt 3,5 Masten und selbstverständlich für die Laderäume noch. Ich würde sagen, bei einem Schiff dieser Größe vielleicht 30. Zu Stunden... Wie macht ihr das? 4 Stunden Schichten? Ich vermute zumindest 3 Schichten, die ihr ausfüllen mögt, beziehungsweise 6, je nach den Stundenanzahlen. Ich gehe von einem geregelten Tagesablauf von 8 Stunden aus, also 2 Schichten à 4 Stunden. Dann mehr als 150 Söldner. Ich kann euch 400 anbieten. Und das ist, nun, dazu habe ich bereits eine Einschätzung gegeben. Solltet ihr tatsächlich andere Schiffe aufbringen auf hoher See und sie erobern, dann könntet ihr gemeinsam mit unserem Hauptmann einen weiteren Kapitän ins Spiel bringen. Das ist zwar zu Anfang etwas teurer, aber spätestens wenn ihr das zweite Schiff in einer Werft verkauft oder aber weiter segeln mögt, dann sollte es sich lohnen. Vor allem die Frachträume werden dann sich wesentlich weiter ausweiten. Ihr müsst das Schiff gar nicht plündern, sondern könnt einfach nur unsere Leute hinüberschicken. Nun, sagen wir so, 400 ist wohl ein wenig viel, aber die Hälfte erscheint mir nicht vollkommen unrealistisch, denn ihr seid euch sicher bewusst, dass dies eine gefährliche Mission ist und wir leider auch immer wieder Verluste zu verzeichnen haben. Nun, wenn ihr natürlich auf einem Schiff bleiben wollt, ich hatte angenommen bei dem, was man über euch Helden hört, dass ihr große Ziele hegt, dass ihr große Schritte erreichen mögt. Nun, unser Ziel ist wahrhaft groß und wir haben auch schon einige Verbündete um uns geschart. Aktuell fahren wir selbst allerdings noch mit diesem einen Schiff. Nun, dann solltet ihr aufrüsten. Und wenn ihr euch kein solches leisten könnt, dann erobert doch feindliche Schiffe. Beispielsweise von der Oronischen Küste. Dort gibt es viele Birem, die günstig abzugeben sind. Oder die in Piratenhand sind. Nun, als Visiere Araniens könnte man es ja geradezu als meine Pflicht ansehen, etwas gegen die Piraterie dort vor der Küste zu unternehmen. Seht ihr? Und gemeinsam mit unserer Küstenkunde aus Tereliabad können wir euch ebenso unterstützen. Oder wir segelt an die Torische Küste. Dort gibt es immer noch die alten Überbleibsel von Xeran, die sich in den Sümpfen verborgen halten. Oder aber ihr macht Jagd auf die Leute von Hafax. Nun, ihr seid sicherlich ambitioniert. Ich denke, ich würde Menschenkenntnis auf ihn würfeln, also halte ich ihn für vertrauenswürdig, so im Großen und Ganzen. Ja, Mensch, kenn das. Weil, ich meine, Tereliabad ist vielleicht ein bisschen...
aber ansonsten, ist, naja. Ist auf alle Fälle elburische Halbküste, ja, da muss man mal gucken, ob man den Leuten allesamt vertrauen kann. Also, er sieht auf dich vor allem charmant aus. Das ist jetzt erstmal kein schlechtes Zeichen, aber gerade wenn man aus Oron kommt, du weißt, dass sie gerne mal lügen. Du weißt es nicht. Also du würdest dir gerne vielleicht nochmal den Offizier angucken, ob der eventuell was weiß, aber erst einmal macht er keinen schlechten Eindruck auf dich. Vielleicht kann der Hauptmann noch ein bisschen Klarheit bringen. Gut, dann notieren wir uns auf jeden Fall einmal euren Namen und nun ja, ich bin sicher, wenn wir in diesem Maßstab ins Geschäft kommen können, dann werden wir auch die Freude eines Gesprächs mit eurem Hauptmann haben, nicht wahr? Selbstverständlich. Lasst nach ihm rufen und ich werde ihn euch bringen. Gut, und ein erster Offizier wird sich selbst noch ein Bild von euren Matrosen machen, aber das klingt alles in allem doch schon sehr gut. Selbstverständlich. Wir haben bereits gehört, dass ihr einige Individuen aus Maraskan dabei hattet oder aber aus den südlichen Gegenden, die doch wohl von Piraten etwas, Söller-Schwerter, ihr versteht. Die Moral von ihnen ist nicht ganz so sehr integer. Aber ihr könnt uns überprüfen. Wir haben gehört, dass ihr gerne Prüfungen macht. Wenn ihr mögt, wir stehen euch bereit. Alle von uns 400. Und ihr könnt euch auch danach entscheiden. Sollten wir euch bei den Prüfungen nicht überzeugen, müsst ihr uns auch nicht bezahlen. Na gut, das klingt auch nach einem Anfang. Ausgezeichnet. Dann, er deutet mit seiner Hand noch einmal auf die Rose. Wir sehen uns. Ich hole meinen Offizier. Nun, die Götter mit euch. Gut, damit seid ihr wieder alleine. So alleine, wie man sein kann. Zulamin, weißt du, was ich mich bei solchen Situationen immer frage? Was? Warum schenkt eigentlich nie mir einer Rosen? Das ist tatsächlich sehr unfair. Ja, ich wollte es nur mal erwähnt haben. Nächstes Mal, wenn es sich die Gelegenheit ergibt, bringe ich dir welche mit, Rafim. Ja, das ist lieb von dir. Soll ich mich noch nach mehr Männern umschauen oder wollt ihr erstmal da diesen Hauptmann kennenlernen? Ich halte die hier ehrlich gesagt für ganz vernünftig. Ja, also offen gestanden, im Vergleich zu den Gestalten, die wir da teilweise so am Steg haben und sie sind eine eingespielte Truppe. Nun ja, Teriliabad liegt auf der Elburischen Halbinsel, das... Nun ja, nicht jeder, der von dort kommt, muss gleich verdächtig sein. Aber... Nun ja, wenn wir gute Leute wollen. Und immer. Ich muss sagen, die Idee gefällt mir. Ein Piratenschiff aufzureiben. Nun, das ist sicher nicht die schlechteste Idee. Es ist schon eine gute Idee, nur die Frage der Finanzierung stellt sich dann. Wir haben ja momentan Probleme, ein Schiff zu finanzieren. Naja, meine Idee wäre tatsächlich, vielleicht sogar das andere Schiff zu verkaufen. Ja, das hat er ja auch vorgeschlagen und das ist vielleicht auch nicht so dumm, das Schiff samt seiner Ladung zu verkaufen, ohne gleich unsere Flotte zu vergrößern. Ja, also ich bin mir sicher, wir sollten es auf einen Versuch ankommen lassen. An Piraten gibt's ja keinen Mangel. Ja, das ist wahr. Kapitana, wir sollten vielleicht auch bedenken, bei dem, was sich nun in der letzten Zeit hier in der blutigen See getan hat. Ich denke, sie wird um einiges gefährlicher werden. Wie wäre es, dass wir unsere Flotte zusammenziehen? Auch mit jenen Schiffen, die uns vom Patriarchen und vom Hause Karinor zur Verfügung gestellt wurde. Nun, es würde sicherlich nicht schaden, eine Vereinigung anzustreben, denn selbst wenn wir jetzt sofort Nachricht nach Al-Anfa senden würden, würde es einige Zeit dauern, bis die Schiffe hier wären und uns treffen könnten. Vielleicht sollten wir die nach Janka bestellen?
Ja, der Hafen dort sollte inzwischen wieder in gutem Zustand sein, denn darauf haben wir zuallererst unser Augenmerk gelegt. Und ja, wir könnten sie dort treffen, denn wir werden dank unserer Elefanten in nächster Zeit auf jeden Fall einmal Janka aufsuchen. Und je größer unsere Flotte ist, desto mehr können wir das Piratenwesen vor der Orangen Küste bekämpfen. Nun, da wir gerade von Uron sprechen, bevor wir uns wieder mit ganzer Kraft der blutigen See zuwenden können, ist da noch eine Sache, die mich umtreibt und um die wir uns kümmern müssen. Die Mione. Ich habe nichts gesagt, weil, nun ja, es gab dringendere Dinge. Aber ich kann diese Sache nicht einfach auf sich beruhen lassen. Jetzt, da ich weiß, dass sie immer noch dort draußen ist und ihr eine gute Vorstellung davon habt, was sie getan haben könnte, müssen wir der Sache nachgehen.